Ja. Hallihallo und herzlich willkommen zum Donnerstagsspezial eigentlich, wenn man so nimmt, ne? Wir haben jetzt in mühevoller Kleinarbeit locker noch mal eine Stunde gebraucht, um das Feld hier abzuernten. Und es ist jetzt die Ausbeute hier und die fahren wir natürlich jetzt weg. Der Kevin ist auch wieder am Start. Ja, hi. Ja, Blinker kann ich mir schenken, glaube ich. Hab hinten keine Blinker. Wir fahren einfach mal hinterher. Wir müssen jetzt zum Hafen Süd fahren. Dann lernt ihr auch gleichzeitig mal den Hafen Süd kennen. Ich Mit denke mal gerade. 3.276, die wir dann Ja, kriegen. die Liefer bringen uns nämlich ordentlich Geld. Über 3.200 Euro. Würde ich mal sagen, statt außenrum würden wir mal durch die Stadt mal fahren. Das sehen Sie ein bisschen mehr, denke ich mal. Wollte ich nämlich gleich auf der Geraden bleiben. Ja, wegen mir. Dieser Tempomat ist anstrengend hier einzustellen. 35 hast du gesagt, ne? Höchstens, ja. Da wenigstens ein Fernlicht, ja. Schneller kann Länder, schlimm vorne. Wir sind irgendwie mal ein Stück durch die Stadt gefahren, was man ja sonst nie fährt, muss ich auch dazu sagen. Ja, sonst fahren wir immer neben dem Händler eigentlich meist vorbei. Ja, Zebrastreifen wird einfach mal überfahren, ich will es nicht. Dachte, wir machen es jetzt wie bei der Militärkolonne hier. Man merkt. Ich würde bloß mal kurz immer wenden fahren. Ah, ich brauche auf der anderen Seite. So, sind eigentlich Bilder angekippt? Ja, genau. So, dann werden wir auch mal sehen, wie viel mal. Für Ja, mal. 3.276 stand der Standardpreis normal drin. Können wir mal jetzt einfach mal gucken. Aber sieht ganz gut aus. Es steigt ins Unermessliche. Knapp 92.000. Für 28.000 ist das eine stolze Ausnahme. Mal 3 Pi mal Daumen. Richtig. 90.000. Ja, das waren unsere Ernten von drei Feldern, 18, 19 und noch die 20. Richtig, und wenn man das Da dann noch düngt werden wir nochmal, demnächst. das denke ich auch. Und da werden wir mal gucken, ob wir dann uns schon seinen Kuhstall leisten können dann beim nächsten Mal. Oder ob wir nochmal eine Ernte machen. Ich denke mal, eine Ernte werden wir nochmal machen, vorsichtshalber. Ja, wir müssen dann einfach mal in der nächsten Folge gucken, wie es aussieht, was es kostet, das Ganze. Und dann werden wir es sehen, ne? Also Das seid auf ist jeden Fall auf richtig. morgen gespannt. Morgen geht es dann um den Kuhstall. Wir fahren jetzt hier noch zum Hof zurück und dann soll es mit der Sonderfolge eigentlich auch schon wieder gewesen sein, weil wir jetzt ungelogen noch eine Stunde gebraucht haben, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, um dieses Feld abzuernten mit diesem Riesendrescher. Total riesen Drescher, ne? Ein Es super ist ein großen Traum. Schneidewerk übrigens. Es ist ein Traum. Komm.
was? Nee, gut. Nee. Laut meines Wissens nie, ne. Ja, mit seinem kleinen Pummi fährt er schon mal nach vorne, das ist richtig. Halt die Gusche. Ja. Gut, sind wir da. Ich parke das Ding mal schnell ein hier. Vorwärts, muss man nämlich hinten. Jo, gut. Das war's. Hier nochmal der Drescher. Den Rest, den mussten wir jetzt einfach hier ins Silo reinkippen. Das waren jetzt noch knapp 500 Liter. Das hat nicht reingepasst. Aber ansonsten danken wir recht herzlich fürs Zuschauen. Ist nur eine kurze Folge jetzt hier, aber das soll ja nichts machen. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es um den Kauf des Kuhstalls geht. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.